Die Zinsen steigen wieder, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Spätestens mit der Wahl von Donald Trump stellt sich vielen Anlegern die Frage, ob das nun die viel zitierte Zinswende sei. Wir wollen die aktuelle Lage zu Beginn des Börsenjahres 2017 einordnen mit Helge Müller, Gründer und Chief Investment Officer bei Genève Invest hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit. Ja, die US-Notenbank Fed wird die Zinsen in diesem Jahr wohl, man weiß es ja nicht ganz genau, mehrfach erhöhen. Die Geldpolitik der EZB wird wohl expansiv bleiben. Damit wird die Politik der Notenbanken auseinanderlaufen. Was bedeutet das? Ja, ist tatsächlich eine sehr faszinierende Situation. Das ist die größte Zinsdifferenz von Staatsanleihen, die wir seit über ein Jahrzehnt gesehen haben zwischen USA und Deutschland. Und interessanterweise ist das so, dass man nicht erwarten kann, dass sich das in nächster Zeit wieder anpassen wird. Denn in der Tat erwarten auch wir, dass die expansive Geldpolitik der EZB weitergehen wird. Und als Ergebnis ist das so, dass Inflation auch kommen wird. Aber die EZB steckt in einem Dilemma. Denn es ist so, dass in Italien immer noch eine hohe Staatsverschuldung herrscht. Darauf muss die EZB auch Rücksicht nehmen. Und als Ergebnis kann es sein, dass sie die Zinsen länger niedrig lässt, als die Inflation das anraten würde. Und das Ergebnis ist, dass auf diese Weise Privatanleger teilenteignet werden. Denn Staatsanleihen bieten dann Zinserträge unterhalb der Inflation. Es ist insgesamt ein herausforderndes Jahr 2017. Es gibt viele politische Richtungsentscheidungen in Europa, die Wahlen beispielsweise in den Niederlanden, in Frankreich, natürlich auch die Bundestagswahl in Deutschland. Inwiefern wird diese politische Komponente Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen? Naja, wenn ein Regierungswechsel stattfindet, muss man sich angucken, inwieweit das Einfluss hat auf die Wirtschaftspolitik und damit auch auf die Entwicklung der Gewinne der Unternehmen. Wenn das tatsächlich ein starker Regimewechsel ist, wie man das gerade in den USA gesehen hat, oder Lafontaine Rücktritt unter der Schröder-Regierung, kann das durchaus starke Auswirkungen haben. Wir erwarten das aber jetzt bei den anstehenden Wahlen nicht. Was ist denn in diesem Umfeld nun von deutschen Staatsanleihen zu halten? Sind die weiterhin der sichere Hafen, der sie eigentlich immer waren? Ja, in der Tat war deutsche Staatsanleihen ein sicherer Hafen in den letzten 30 Jahren in einem sehr lang andauernden Umfeld sinkender Zinsen. Aktuell ist es aber schon so, dass deutsche Staatsanleihen Renditen unterhalb der Inflation bieten. Also es findet letztendlich eine Teilenteignung statt. Wir erwarten, dass dieser Effekt noch größer werden wird. Wenn wir nämlich eine größere Inflation haben, die EZB nicht darauf reagiert, ist das so, dass man letztendlich eine Phase von Finanzrepression haben wird, bei denen man systematisch weniger an der Börse hat, wenn man Staatsanleihen anlegt. Dieser Effekt wird dann noch mal stärker werden, wenn die EZB dann auch anfängt, die Zinsen zu erhöhen, weil das natürlich sich negativ auf die Kurse der Staatsanleihen auswirken wird, die schon ausgegeben sind und die niedrige Zinscoupons haben. Viele weichen auf Unternehmensanleihen aus, aber auch da ist die EZB ja tätig, ist als Käufer unterwegs im Markt der Unternehmensanleihen. Wie schätzen Sie denn die Situation dort in erster Linie für Blue-Chip-Anleihen ein? Ja, in der Tat eine absurde Situation. Wir haben Unternehmensanleihen, die negative Renditen ausweisen. Das heißt, es gibt Unternehmen, die geben Schulden aus und kriegen dafür Geld, dass sie Schulden ausgeben. Also ein Geschäftsmodell ist, ich gebe Schulden aus und verdiene damit Geld. Also eine wirklich absurde Situation. Nur darf man als Privatanleger da natürlich nicht draufspringen, weil es ja keinen Sinn macht, wenn ich jemandem Geld leihe und dem dafür Geld bezahle, dass ich dem Geld leihe und kriege weniger zurück. In der Tat eine sehr schwierige Situation. Es sind verzerrte Märkte. Mehr Rendite gibt es bei High-Yield-Anleihen. Werden sich denn diese ähnlich gut entwickeln können aus Ihrer Sicht wie in den vergangenen Jahren? Also High-Yield hatten wir im letzten Jahr eine sehr interessante Situation. Die wurden sehr stark durcheinander geworfen mit fallenden Rohstoffpreisen und den verschiedenen Unsicherheitsphasen, die das letzte Jahr gebracht hat, sind in der zweiten Jahreshälfte dann deutlich angezogen. Es ist so, dass es da sehr attraktive Möglichkeiten gibt, aber sehr selektiv. Zum Teil kauft die EZB auch High-Yield-Anleihen, das wissen wenige. Aber zum Beispiel solche Blue-Chip-High-Yield-Anleihen wie Heidelberg Zement haben derzeit Renditen von 0,1%. Eine absurde Situation. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn man selektiv dort Anleihe-Picking betreibt, gibt es fantastische Möglichkeiten, eigentlich so attraktiv wie seit vielen Jahren nicht. Also auch dort eine spannende Situation. Deshalb würde ich gerne natürlich vom Allgemeinen in die konkrete Frage kommen. Können Sie uns vielleicht zum Abschluss ein, zwei Beispiele nennen für spannende Unternehmensanleihen? Ja, also zum Beispiel, wenn ich die Siemens-Anleihen angucke, bringen die mir derzeit 0,1, 0,2%. Aber wenn ich mir einen Siemens-Zulieferer angucke,
Zum Beispiel denke ich an das Unternehmen Ziton, die warten Windkraftanlagen von Siemens in der Nordsee. Da ist das so, dass die einen 3-Jahres-Auftrag haben, damit komplett ausgelastet sind. Die haben solche fahrbaren Plattformen, die nennt man Jack-Ups. Und die Anleihe ist besichert einmal mit den Jack-Ups, das heißt komplett Asset-besichert, gleichzeitig aber komplett ausgelastet zu 100% mit Aufträgen von Siemens. Und gleichzeitig bringt mir diese Anleihe derzeit 8,5%. Ich kann sie noch zu 100 einkaufen. Also daran kann man sehen, was für fantastische Möglichkeiten es gibt, wenn man etwas genauer hinguckt. Es ist eigentlich ähnlich sicher wie Siemens, aber ich kriege 8% Aufschlag. Ein anderes Beispiel: im Energiebereich gab es sehr große Verunsicherung. Da gibt es eine Anleihe, die wir sehr interessant finden, die nennt sich Stena. Die sind im Energiebereich tätig. Die haben aber auch ein sehr wertvolles Immobilienportfolio von Wohnimmobilien in Schweden. Und wir hatten uns ausgerechnet, dass die Wohnimmobilien deutlich mehr wert sind als alle Schulden, die das Unternehmen hat. Und gleichzeitig war die Anleihe aber mit 20% Abschlag im Ausgabekurs zu kaufen. Und das hat uns neugierig gemacht, dass wir direkt nach Schweden gefahren sind und den CFO direkt interviewt haben und haben ihn gefragt, hören Sie, könnten wir nicht alle Wohnimmobilien verkaufen und damit alle Schulden bezahlen? Und der CFO sagte dann, natürlich könnte man das, aber warum sollten wir das tun? Dann meinte ich, erklären Sie mir doch mal bitte, warum man Ihre Anleihe mit 20% Abschlag bekommen kann. Der sagte, ja, wir sind als Energieunternehmen gelabelt und dementsprechend ist das so, dass man uns eben einordnet wie andere Energieunternehmen. Aber wir haben uns schon langfristig darauf eingestellt, dass das Energiegeschäft zyklisch ist. Deswegen haben wir auch die Wohnimmobilien. Und als Ergebnis konnten wir diese Anleihe mit 20% Abschlag einkaufen, eine Rendite von 10% garantiert auf eine Sicht von 8 Jahren jedes Jahr. Inzwischen hat die etwas angezogen, aber ich kriege immer noch etwa 8,5% Rendite. Sehr attraktiver Titel, weil er eben komplett immobilienbesichert ist. Man muss eben ganz genau hingucken, um Chancen zu entdecken. Also sehr spannende Einblicke in die Welt der Unternehmensanleihen, erläutert von Helge Müller von Genief Invest hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Herr Müller, ich wünsche Ihnen noch eine spannende Zeit hier in Mannheim und vor allen Dingen auch ein erfolgreiches Börsenjahr. Vielen Dank. Dankeschön.